Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge GTA 5 LSPDFR. Wer hat geschossen? Da! Bist du bekloppt? Hör auf zu schießen! Ich bin tot. Toll. Fängt er gut an. Warum fängt er auf einmal einen an zu schießen? Naja. Machst du nix. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr bei der neuen Episode... Warum steht... Hey, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Okay. Ich nehme mal den Krankenwagen. Ich muss mal kurz irgendwo hinfahren. So, wir haben Mr. Peanut verloren. Der ist irgendwo jetzt im Nirgendwo. So, der macht einer illegal Broadcasting. Wo ist jetzt Mr. Peanut hin? Der ist wahrscheinlich auch tot, ne? Ach du Scheiße. Was war das denn? Da ist da gerade einer Amok gelaufen, einfach. Bei so einem Sportfestival. Und wir haben es nicht jetzt... Das war irgendwie eine ganz komische Sache. Naja, wir gucken mal hier eben. Hier soll einer illegal Broadcasting-Ding machen. Aber ich sehe niemanden. Der Radius ist auch sehr klein hier, also eigentlich müssen wir ihn sehen. Naja. Wir haben einen Krankenwagen, da können wir doch keinen Einsatz mitmachen. Was soll denn da? Lincoln 12. We have a driver out of control in Grande Sonora Desert. Respond code 3. Okay, ich kümmere mich drum. Ich habe ja einen Krankenwagen. Ich kann den ja direkt irgendwo hinfahren. Wir nehmen jetzt mal eben den Job des Medics ein. Hier bei LSPDFR. So. Muss ja auch mal gucken, wo man bleibt, ne? Vielleicht ist das ja was Neues für uns. Okay, wir fahren hier lang. Hui. Wo ist der? Okay, der Auftrag ist weg, oder was? We have near, ja, wo ist der denn? Warte mal, ah, da ist... Hä? Hey? Okay. Der kann sich teleporten, habt ihr gesehen? So, da vorne fährt er rum, okay. Ja, wie sollen wir denn mit so einem Fahrzeug den stoppen? Brauche ich auf jeden Fall Air Support, sonst fährt er mir aus dem... Ja, genau. Grande Sonora Desert. Wie sollen wir den denn kriegen? Aber der fährt da vorne noch, guck mal. Der ist sogar in diese Schleife gefahren. Das ist doch schon mal gut für uns. So, guten Tag. Hey, was? Was macht der denn da? Der holt einfach ab! Ja, wie sollen wir den denn kriegen? Voll utopisch. Warte mal, Mr. Peanut müsste eigentlich hier vorne sein, ne? Warte mal. Ich geh jetzt mal gucken, ob Mr. Peanut noch lebt. Hab ich ganz vergessen. Das ist ja hier vorne. Ah, weißt du, lass den abhauen. Scheiß auf den. Ah, Vorsicht! Boah, das war knapp. So. Also nicht Mr. Peanut, sondern Currywurst. Der muss doch eigentlich hier vorne sein. Da vorne steht das. Da ist jemand. Guck mal. Copy that, dispatch. Animals on the loose. 10-4, copy that. Lebt er noch? Lebt er noch? Da! Da ist er! Er lebt! Er lebt! Hi! Wir haben ihm das Leben gerettet. Komm mal raus. Oh, da ist auch unser Polizeiauto. Hat einer perfekt... Hallo, was ist hier los? Einer für uns Medikits haben wir, okay. Sonst ist einer perfekt das Auto hier geparkt. Mit Einschusslöchern. Ja, prima. So. Bereit. Tür zu. Oh, da haben wir unseren Wagen wieder. Alles gut. Aber hier geht es auf jeden Fall nicht mit rechten Dingen zu, ne? Hier läuft einer einfach Amok. Die Leute sind auch alle weg. Wo ist der Amokläufer denn? Hm, strange. Warte mal, was ist da hinten? Nix, okay. Ha, Mann. Was macht der denn da? Ach, der angelt. Ach so, habe ich jetzt erst gesehen. Ich dachte schon. Da steht wieder so ein Wahnsinniger, der die Welt vorhersagen kann, voraussagen kann, was genau passiert. Attention Unit 6, Lincoln 12. Okay. Tagsüber eine Prostituierte. In Sandy Shores. Respond code 2. Die steht einfach mitten auf der Straße. Okay, wir müssen die wieder beobachten. Ihr kennt das ja. So. Okay, wir warten jetzt, bis was passiert. Da kommt nämlich gleich einer, der will die dann abschleppen. Und den müssen wir dann festnehmen, weil Prostitution in Blaine County ja nicht erlaubt ist. Ne, habe ich euch ja schon mal erklärt. Wisst ihr ja Bescheid. So, wir warten.
Dumm, di, dumm, di, dumm, di, dumm. Na, kommt da gleich einer? Oh, warte mal, da kommt einer. Oh, 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 das ging aber schnell. Letztens haben wir ein bisschen länger warten müssen. Ein Transporter, mhm. Der will es heute kacheln lassen, der Kerl. So, warte mal, die kriegt da gerade das Angebot. So, sie ist im Auto drin. Okay. The Eagle has landed. Ja, und dann... Oh! Oh, oh. Hä, hey, hey. Okay, die Prostituierte ist schon mal weg. So, das ist schon mal gut. Das ist auch schon mal gut. Warte, machen wir das mal ein bisschen zackig hier mit dem Stoppen, ne? Mr. Pina, halt dich fest. Boah! Die zieht durch. Bleiben Sie stehen. Na komm. Na komm. Fuck, that's scary. LSPD, don't make me shoot ya. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? So. Die wollte eine Prostituierte haben. Uiuiui, was wollten die da für Spielchen machen? Hm? Man weiß ja nicht. Jennifer Swenson. Ja. Jennifer Swenson. Okay. Was liegen gegen die Dame vor? Nix. Lass ihn dann abholen. Wir suchen noch den Transporter. In Sandy Shores. Under the rest. We're at the little coffee shop around the corner. Roger. Hi, hi, hi. Wollten die etwa lesbische Spielchen machen da, oder was? So sieht die ganz gut. Hm, junge Dame, was sagen Sie dazu? Nix. Oder, wer weiß. Vielleicht wollte die Dame ja für irgendwas... ich weiß es nicht. So. Oh. Lass mich mal raus hier aus der Kiste. Warte, den Van... Steuerung und D kann man drücken. Okay. Was? Nein, nicht einsteigen! Steig aus! So. Den Transporter lassen wir mal hier abschleppen. Warte mal. Oh, guck mal. Zack. Dann können wir uns nämlich um das andere eben kümmern. Yes. Nein! Nicht den Polizeiwagen! Mr. Peanuts, komm da raus. Wo bist du? Schaffen wir das noch von dem... Shit. Dann nehmen wir den anderen Polizeiwagen. Dann lass sie ruhig den abschleppen. Aber der hier soll weg. So. Dann nehmen wir einfach den Polizeiwagen. Guck mal. Was macht der denn da, der Abschlepper? Hopp rein da. Boah, Vorsicht. Ja, komm. Finde mal cool, wie der selber die Tür aufmacht. Okay. So, ein Officer braucht unsere Unterstützung. Jetzt haben wir mal so einen coolen SUV hier. Steht uns auch völlig zu, finde ich, nach den ganzen Leistungen in den letzten Tagen wieder. So, weg da. Wo soll denn das sein? Scheint ja ein bisschen weiter weg zu sein. Ich gehe mir das angucken, Freunde. So, hier links. 2 Kilometer. Okay, wir haben 2 Kilometer vor uns. Müssen wir eigentlich noch schaffen in dieser Episode. Ich mag diese Filmkamera, ich finde die mal mega cool. Ich wollte mir mal so ein richtig cooles Intro bauen, auch für LSPDFR, wie so eine Serie, weißt du? Vielleicht kann das ja einer von euch. So, pass auf, hier lang. Wir sollen das, ach, das ist komplett auf der anderen Seite des was? Gewässers, okay. Ach, hier schon wieder. Hier fahren wir auch alle 10 Minuten dran vorbei. Okay. Ja, aber ich finde, wir könnten bald mal wieder nach Los Santos rüberdüsen, weil Blaine County haben wir ja schon viel erlebt jetzt wieder. Seit Tagen sind wir ja hier unterwegs. Aber naja, wir müssen ja unsere Pflichten erfüllen. Erst, wenn wir dürfen, dürfen wir wieder zurück. Ne, das ergibt ja Sinn. So.
Okay. Müsste jetzt hier vorne sein. Ja, da vorne ist es tatsächlich. Gut, dass wir einen SUV haben, der halb zerschrottet ist. Oh. Dispatch, we have a visual. 1 out of 12. 10-4, copy that. Okay. Pack up and make contact with the officer. Hey, thanks for coming. Okay, nice. Join us. Okay. Okay, Marcello and Jessica hatten einen Fight. Okay, Marcello De Luca. Mhm. Und die andere Person war wer? Warte, müssen wir ganz kurz überprüfen. Well, when done, speak to the lead officer. Warum habe ich die Taschenlampe da so in der Hand? Hey, was war die Taschenlampe da? Warte mal. Okay, Jessica Wales. Okay, soll ich mir deren Stories anhören? Hallo? Okay. Female, okay. Also hier ist der County Dispatch. Okay, close. Ich wollte aber eigentlich... Achso, ich kann mit ihr reden. Na, warte mal. Ich muss so mit ihr reden. So. Nee, war da auch nicht. Thank you, officer. Okay. Wie mache ich das hier zu? Mhm. Ja, okay. Beide, ja. Beide, ja. Okay, Marcello hat... Okay. Also, das Ding ist, Marcello wurde bei frischer Tat ertappt, wie er die Dame nämlich runtergepfeffert hat, ja, auf dem Boden. Und deswegen ist er natürlich der Schuldige, er wird jetzt festgenommen. Und dann, go to the help, pig. Okay, hat er, warte, hab ich da gerade eine Knarre gehört oder sowas? Attention all units, okay. We are code 4, no further so. Units required. Aber die Dame überprüfe ich auch trotzdem mal. Du suchst die auch mal. Ja, man weiß ja nie. Wir werden ja nur hingerufen und haben ja keine Ahnung, was passiert ist. Okay, nichts Interessantes gefunden. Jetzt wird die abgeholt. Ja, prima. So, kann ich mal aufwenden. Warum habe ich diese Taschenlampe am Arm? Warte mal, ich nehme die mal in die Hand. Guck mal, die haut nicht mehr ab. Ich leuchte auch die ganze Zeit. Seht ihr das? Ist ja strange. Naja. Okay, habe einen Polizeiwagen. Auto mal reparieren. Okay, funktioniert nicht. Jetzt reparieren. Jetzt. So, Mr. Peanut, es geht weiter. All units, citizens reporting a possible 502 in so. Not Chilliad. Können wir mal ganz kurz hier hinfahren, mal gucken, was hier so ist. Da sind auch Leute. Muss da einfach mal ein bisschen abseits. Was machen die denn da? Die trinken da, warte mal. Komm mal mit, Mr. Peanuts. This is Adam 5. Copy that. We'll keep an eye out. Guten Tag. Ich leuchte sie einfach mal kacken da ist an. Let's see some hands. Was haben sie da fallen lassen? Oh, der riecht. Wo geht der hin? Wo geht der hin? LSPD. Warum haut er ab? Oh. Geflogen. Ey. I'll kill you, you piece of garbage. Ja. Ich dich niemals mit einem Police Officer an, du Arsch, Alter. Ganz ehrlich. Ja, die hole ich keinen Krankenwagen. So, den kannst du da schmoren lassen. Okay, warte mal. Wo ist die Frau? Ja. Die interessiert halt gar nicht. Ja, das ist mal ihre ID. Ihr Kollege wird nie wiederkommen. Alyssa Martin. Martin. So. Okay. Gehen, da liegt nichts vor. Was, ich würde die aber gerne untersuchen. Das Komische ist halt, ne? Jetzt ein Passport. Okay. Was? Komm, wir rufen den Typen Krankenwagen. Wobei, das, ich glaube, das ist viel zu spät schon. Aber ich kann es mit meinem Gewissen vereinbaren. Wir haben den so weggepuncht, ey. Warte mal hier, ne? Ja. We have medical aid requested in Mount Chilliad. Was soll man dazu sagen? Wenn die Leute so durchdrehen, habe ich die Taschenlampe immer noch an. Warum leuchtet die ganze Zeit? Mr. Peanut, was sagst du dazu? Ja, ne? Du bist ein guter Kerl, ne? Ja. Ich bring dich jetzt gleich zur Wache wieder und dann kannst du... guck mal da, wo sind die Öhrchen? Ja, ja, ja. Kann ich auch mit dem reden? Ne. Okay, die Medics sind da. Mal schauen, was wir hier machen können. Hier drüben. Wo sind die? Hallo. Hier drüben, bitte. Hier drüben. Oh. Der hätte... Hä? Schießt einer. Die Leute rennen da auch hinten alle weg. Naja.
So, der hat nur gedreht. Ja, alles klar, alles klar. Ah, guck mal. So, ist doch schön. So, jetzt geben Sie mir nochmal Ihre ID daher. Würde mich einmal mal interessieren, was mit Ihnen ist. Guck mal, ich war so nett, ich habe Ihnen noch einen scheiß Krankenwagen gerufen, obwohl Sie mich angegriffen haben. Was machen die denn da? So, und gegen den liegt nichts vor, aber da der mich angegriffen hat, ne? Kennst du das ja. Geht so nicht. Oh, das gute Sieg am Schluss. Ja, Freunde, das war auch heute eine neue Folge GTA 5 LSPDFR. Macht's gut, Leute. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich in einer weiteren Episode wieder hier auf dem Kanal. Ich würde mich über ein positives Däumchen freuen und wisst ihr ja, ne? Macht's gut. Tschüss.